bin so müde. Ich kann nicht mehr. Irgendwie wird es schon weitergehen mit uns, Kerl. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Ich kann nicht mehr weiter. Gehen Sie hoch und schauen Sie, wo der Russe steht. Der Russe hat das ganze Gelände umstellt. Und was wird jetzt aus uns? Vielleicht kommen Sie durch den Ring durch. Sie könnten es versuchen. Ich meine, alles ist besser, als hier abzuwarten. Und Sie? Was machen Sie und Ihre Soldaten? Für uns ist ja Endstation. Ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Überlegen Sie sich. Die Russen haben es nur auf uns abgesehen. Als Frauen haben Sie eine Chance. Versuchen Sie es. Viel Glück. Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreu dem Befehl des Führers waren wir, deutsche Soldaten, bereit, den Kampf um Berlin fortzusetzen. Obwohl eure Munition zur Neige ging und die Gesamtlage den weiteren Widerstand sinnlos machte. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weitling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Was denken Sie, Herr Oberst? Wir sollten gehen. Wohin? Weiß nicht. Irgendwohin, wo man uns braucht. Fieber. Ja, aber er lebt.